Ein erster Konflikt Heinrichs II. Ergab sich mit dem sächsischen Adel und Polen. Die Markgrafschaft Meißen war frei geworden und Boleslaw I. von Polen beanspruchte das Gebiet. Allerdings wurde er nur mit einem Teil belehnt. Als er auch in den Besitz Böhmens kam, akzeptierte das Heinrich, forderte aber eine Lehnshuldigung für Böhmen. Das verweigerte Boleslaw, woraufhin sich Heinrich mit dessen heidnischen Feinden verband. Dieses Bündnis provozierte großen Widerstand im Reich. Es folgten zahlreiche kleine Auseinandersetzungen in Form von Fehden, ohne dass eine Einigung mit Boleslaw erzielt werden konnte. Danach wandte sich Heinrich II. Italien zu. Quasi als Vorbereitung betete Heinrich beim heiligen Mauritius in Magdeburg und trug barfüßig die Reliquien des Heiligen herum. In Trient angekommen wurden groß angelegte Gebetsverbrüderungen geschlossen. Mit Hilfe der Kärntner konnte nach Widerstand die Reise nach Verona vorgenommen werden. Schließlich wurde Heinrich 1004 in Pavia zum italienischen König gekrönt. Allerdings wurden er und seine Begleiter während der Feierlichkeiten von den Stadtbewohnern angegriffen. Daraufhin zündete Heinrich die Stadt an, ließ sie plündern und verließ Italien wieder. Zurück nördlich der Alpen wandte sich Heinrich II. Wieder Boleslaw von Polen zu. Er fingierte aus Angst vor Spionen einen Feldzug gegen Polen, ging dann aber gegen Böhmen vor. Dort konnte er Boleslaw vertreiben und einen Przemysliden wieder einsetzen. Die Dynastie regierte in Böhmen bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts. In der Folge konnte ein brüchiger Friede geschlossen werden, der 1007 auch wieder aufgekündigt wurde. Erst 1013 konnte wieder ein Frieden geschlossen werden. Zugleich gab es aber auch Probleme in Lothringen